Schade. War jetzt einfach nur zum Testen. Okay. Es sind drei Zahlen. Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung von Zirks verboten. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Okay. Ihm können wir wahrscheinlich die ganzen anderen Musikstücke dann geben. Acht Stück waren das, glaube ich. Hier hinten? Nicht da durch? Nö. Aber ich kann hier hoch. Oh. Da kann ich rüber, da kann ich rüber. Ist das eine Erinnerung? Merken. C14. Erstaunlich. Die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahmte ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Wir sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Okay. Wir können ja also rumklettern. Und Erinnerungen finden. Können wir darüber? Nö. Aber darauf. Oh, ich muss mich hier überall umschauen. Okay. Uiuiui. Uiuiui, ich werde hier unfassbar auf die Orientierung verlieren. Davon kannst du aber ausgehen. Hallo? Lass Vapora bitte in Ruhe. Es ist so... Sie ist so tollpatschig. Gehen wir davon aus, dass es so... Vorsicht, ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht noch einen Arm fallen lassen. Okay. Du bist also Vapora. Oh, ich werde so riesen Orientierungsschwierigkeiten hier bekommen. Okay, da unten ist das. Uiuiui. Geh mal hier rüber. Huch. Okay, von da oben kommen wir hier runter, aber nicht rauf. Oh, hallo. Diese Lichtkreise sind schon schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Ist das nicht der echte Himmel? Die Außenwelt? Momo sagt mir, dass er mich eines Tages dorthin bringen würde. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technikfreak kann den lesen. Okay. Und ich kann mich hierher legen, ne? Kann ich anders schnurren? Ja. Brumm, brumm, brumm. Oh, da hinten ist ein trauriges Gesicht. Ich muss alles erkunden. Ich weiß gar nicht, haben wir sowas wie einen Questlog? Ich glaube nicht, ne? Im Moment haben wir nur Anhaltspunkt Momo und wir brauchen einen Technikfreak. Uiuiui, als ob ich mir das merken kann.
Und sonst Erinnerungen. Wie weit zoomen wir denn noch aus? Da links unten können wir, glaube ich, noch einen Energy Drink holen. Okay, da rechts können wir hoch. Wie weit wir rauszoomen? Ich muss jetzt ganz kurz warten, zu schauen, wie weit wir rauszoomen. Einfach weil. Oh, ich werde das als Spiel. Musik ist irgendwie schön. Auf eine ganz eigene Art und Weise. Und ich glaube, ich werde für dieses Spiel definitiv länger als die 6 angedachten Stunden brauchen. Definitiv. Es tut mir jetzt schon leid. Das werden ein paar mehr Folgen. Eventuell schaffe ich es doch über die kompletten meinen kompletten Urlaub hier noch Folgen zusammenzubringen. Die beiden werfen da hinten das rum. Okay, wir haben ganz rausgezoomt. Mit ein bisschen Melodie. Dann können wir uns aber kurz mal einen Moment umgucken. Da unten sitzen noch Leute und da oben... Ich gehe mal davon aus, dass wir da auch wieder rauskommen und dann hier unten landen. Das heißt, ich gehe jetzt mal da runter und hole mir erstmal... Ja, Strecken ist wichtig. Jupp. Hoch. Ja. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Ich hätte gerne einen Energy Drink. Da. Klack, klack, klack. Juhu. Einen weiteren Energy Drink. Denn? Y. Klapp. Okay. Kann ich das wieder ausmachen? Nee, umschalten. Breaking News. Ist das das Wetter? Ja. Und sogar eine Quizshow. Oh mein Gott. Wieder aus oder noch was? Oh mein Gott. Wieso dämlich Verkaufssendungen? Gibt's auch bei euch. Okay. Und das ist... Liebestragödie? Komödie? Eine Liebesshow oder... Musikshow? Okay. Telecuts! Okay, irgendeine Gefängnissendung. Wir sind die Telecuts. Okay. Ich glaube, ob hier wiederholt sich's, ne? Ja. Okay, einen kleinen süßen Erfolg freigeschaltet. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken. Kommen wir da hoch? Da können wir nicht lang, aber hier können wir aber drüber springen. Und hier kommen wir rein. Oh Gott, ich verlaufe mich hier.
Vollkommen und ständig. Oh, ist das hier schön. Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein Mensch, echter Mensch zu sein. Band 42. Okay. Oh, wir hatten früher eine Katze, die auch immer super gerne in diesen Ecken geschlafen hat. Also in Regalen. Lilou, die große, schöne, weiße Maine Coon Katze. Hing immer halb aus dem Regal raus. Oh, ist das atmosphärisch. Broken String Theory. The Great Balls Shortage. Wie sind? Ein synthetischer Wein? Und Antikapitalismus. Ich werde mir, denke ich, ein paar von den Bildern hier rausziehen und als Hintergrund beim Rechner durchlaufen lassen, weil die einfach wunderschön sind. Gerade von diesen Schlafbildern. Oh mein Gott, ist das cool. Die Katze schnurrt. Okay. Noch ein Notenblatt. Wir sind kreativ, wir sind Künstler und wir können singen. Four-Eyed Robot. Oh, da können wir da hoch? Nee, okay. Huch. Was? Oh, ups. War ich nicht. Leiter können wir nicht, okay. Sind schon? Okay. Markieren. Wir waren hier. B12 und... Habe ich überhaupt einen Namen? Brau! Das ist Brau. Ja. Sehr schön. Schön markiert. Als jemals wieder eine Katze vorbeikommt. Übersetzen. Hey, Doc, ich habe die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtig sein. Okay. Es reicht nicht, dein Safe hinter einem Haufen Büchern zu verbergen, Jess. Die Bibliothekarin. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt Bücher umwerfen? Können wir einfach dagegen laufen? Nee. Thank you.
hinter einem Stapel Bücher. Okay. Noch mehr Stapelbücher. Ich will diesen Safe finden. Ich glaube, den hat es irgendwie dann doch erwischt. Gibt es doch sicher irgendwo. Ich werfe alles um. Es ist mir egal. Ich will diesen Safe finden. Tresor benutzen. Gegenstand. Juhu. Notizen. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemand namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich ein Spektrometer mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zirks auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem uns der Wächter erzählt hat. Ja. Will mich erst noch was. Bücher im Kühlschrank ist auch gut. Na gut, die brauchen nichts zu lumpfen. Also von dem her. Da oben können wir nicht hin. Oder? Nee. Okay. Wuhu, Bücher, 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 Bücher. Okay. Hier haben wir schon mal ein paar Dinge gefunden. Kommen wir darüber? Oder hier hoch? Da auf jeden Fall nicht. Okay. Hier kommen wir, glaube ich, wieder runter. Okay. Markieren. Sofas sind super. Und hier sind hier keine Menschen, die uns das verbieten. Nice. Ja. Hier waren die 12 und Frau. So. Okay. Oh, da unten sitzt jemand. Hallo. Oh, hey. Du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen. Aber irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln. Aber tu es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Die Oberfläche? Oh, das ist ein sensibles Thema hier. Es gibt einige, deren Code dieses Konzept verstehen kann. Dann gibt es diejenigen, die von der Außenwelt wissen, aber zu resigniert sind, um etwas zu tun. Und dann sind da noch die Außenwälder. Du kannst dir vorstellen, wie die sich fühlen. Nun gibt es nur noch Momo. Das ist ein sehr alter Binärcode. Okay, Endtechnik-Freak. Du bist schon mal keiner. Notizbuch. Die Außenwälder haben ein Logo. Das war eine Gruppe von Leuten, die einen Weg nach oben suchten. Momo war einer von ihnen. Eines Tages beschlossen sie, ihren Plan in die Tat umzusetzen und gingen in die Kanalisation. Da haben sie seitdem keinen Mucks mehr von sich gegeben. Aus irgendeinem Grund blieb Momo zurück. Ich glaube, er wird diese Entscheidung für immer bereuen. Armer Kerl. Nein, danke. Ich habe keinen Durst. Ich spiele kein Instrument. Tut mir leid. Okay. Ja. Ja. Kratzi, 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 kratzi. So. Okay.
Nach unten kommt sich, glaube ich, immer leichter. Ist erstmal nach oben. Wo sind wir denn jetzt? Einmal kurz orientieren. In das Gebäude wollen wir rein. Ah, hier ist der Eimer nach unten. Okay. Da arbeiten die beiden. Okay. Was haben wir denn hier? Das ist teilweise echt schwierig festzustellen, wo diese Sachen sind. RCK Home. Okay. Wie kommen wir da oben rein? Vermutlich eher aus dieser Richtung, aber ich bin zu neugierig. Können wir hier auch irgendwo rein? Oh. Hallo. Was ist das für ein Geräusch an der Tür? Wahrscheinlich nichts. Verdammt. Wir kennen das Konzept Katze nicht. Ist ja blöd. Okay, hier gibt es auch was zu entdecken. Kunstwerke? Kriege ich wieder... Nein, kein Comfy-Eimerchen. Schade. Noch ein Notenblatt. Okay, wir haben immer schon 3 von 8. Ist was unterm Bett? Nö. Notizbuch von Clementine. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemandem namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Wir sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendwelche unterdrückerische Macht. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen, seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen. Okay, wir haben das nächste Notizbuch. Wahrscheinlich hätten wir unten einiges schon machen können. Na gut. Das heißt, wir suchen jetzt erstmal hier Gedönszeugs hier. Nicht da ganz hoch? Nee. Okay. Nicht vorgesehen. Und wenn ich das jetzt richtig interpretiere, gibt es auch immer Musik an relevanten Orten. Okay. Das ist nett. Okay, zu tief fallen dürfen wir auch nicht. Alles klar.
Da geht's runter. Hallo. Oh. Rico, all die verqueren Sachen passieren immer dir, Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Zack, ich habe es auf der Straße liegen gelassen und am nächsten Tag hatten die Zirks es komplett aufgefressen. Das ist doch verrückt, oder? Sie verschlecken einfach alles. Oh, okay. Aber die streiche ich auch. Hallo! Hallo! Okay. Hier ist eine Tür. Hier kommen wir wieder nach oben, aber ich möchte mir jetzt erstmal einen Moment unten angucken. Umgucken. Tauschhändler, Super Spirit Wäscherei, Omas Kleidung und Elliot Programmierungen. Ja, dann gehen wir doch mal zu Elliot. Glaube ich. Elliots Programmierungen. Bitte an der Tür klopfen und warten, bis sie geöffnet wird. Okay. Hallo. Moment. So, muss ich draußen bleiben? Huch. Okay. Okay. Kann ich reinkommen? Achso, ich muss reinkommen und dann machst du die Tür zu und dann rede ich mit dir. Ja? Okay. Hallo? Du bist wegen Elliot hier? Er ist gleich da drüben. Nestor, okay. Oh, der döst. Was ist das? Noch ein Notenblatt.